Ich fahre jetzt einfach in den LKW rein, dann ist es vorbei. Ich liefere die jetzt in Dresden ab. So wahr. So war ich eine Kaisse. Liefere ich, oh Gott. Liefere ich die jetzt in Dresden ab. Und zwar mit voller Rambo-Karambo. Karambo. Rambo-Technik, Alter. Jetzt wird durchgerammt. Ja, da war ein Rasthof. Aber ich komm, ihr wolltet nicht. Ihr wolltet es nicht annehmen. Halt nicht, ich muss geradeaus. Was, ja, 80? Deine Mutter. So, Leute, los geht's Richtung Dresden. Let's go. Die letzten Meter. Kilometer. Die letzten Kilometer. Hier waren wir es hier in der 80. Wenn noch einer sagt, ich soll eine Pause einlegen. Kann man in Fernbus-Simulator umkippen? Lenkfehlverhalten. Lol, wo kommst du her? Geisterfahrer oder was? Was ist denn ein Lenkfehlverhalten? Check ich nicht. Ist das Lenkfehlverhalten oder? Na, sind wir wieder heute Michael Schumacher oder was? Verpiss dich hier aus meinem Gebiet. Oh mein Gott, der LKW. Nein. Nein, Leute, Leute, tut mir leid, alle, die jetzt, ich weiß nicht, in wie viele Parts ich das cutte, aber wenn ihr das seht, ich bin psychisch am Ende. Ich spiele jetzt diese Route, das hier, jetzt, diese Aufnahme am Stück, die geht jetzt gut eine Stunde, 1,5 Stunden ungefähr, gefühlt. Und ich bin am Ende. Ich kann nervlich nicht mehr. Die ganze, alles, was es passiert ist und dieses ständige, ich brauche was, ich brauche Balsam. Ich Balsam für mein Gehirn, für mein Gemüt, für meinen Geisteszustand. Ich will einfach nur noch Dresden. Ich will einfach nur noch in Dresden ankommen und dann ist Ende im Gelände. Dann ist Sensor, dann ist Schluss, dann war's das. Dann war's das für diese Folge. Für meine, also nicht für diese, ja, dann war's das auch für diese Folge, aber auch für allgemein im Gesamten gesehen. Aber Leute. Auf die Auswertung bin ich gespannt. Die habe ich euch im letzten Teil nicht gezeigt. Da tut es mir leid. Da habe ich nämlich noch nicht gewusst. Da habe ich noch nicht gewusst, dass man überhaupt auf Auswertung und so weiter klicken kann. Jetzt muss ich mich beeilen, dass ich jetzt wirklich ganz hopp in Dresden komme. Die Zeit läuft mir in echt davon. In Real Life läuft mir die Zeit gerade davon. Ich würde mir gerne mal die Füße vertreten. Würde ich auch. Oh shit! Oh, fix! Der guckt dir den mal an, Alter, wie der fährt, es ist grün. Lenkfehlverhalten. Ich raste aus. In der nächsten, ich schwöre es bei Gott, nächste Folge Omsi, Omsi, sag ich schon. Nächste Folge Fernbus-Simulator, ich verspreche, ich versuche mich gut anzustellen. War der nicht gerade ein Rasthof? Kennt ihr das Phänomen wie in GTA? Du versuchst gut zu fahren und wenn es nicht mehr klappt und du einen Kratzer in dein Auto rein machst, dann ist Ende im Gelände. Dann fährst du wie ein Bekloppter. Kennt ihr das? So geht's mir gerade. Dresden, 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 komm schon, Dresden. Dresden!
Komm, wo ist der Hauptbahnhof? Dresden ist eine schöne Stadt. Da erwarte ich mir jetzt viel vom Hauptbahnhof, wirklich. Also auf dieser Ampel ist grün, das heißt, ich fahre über diese Ampel drüber, weil da ist ja grün. Ne? Also. Da ist nichts grün. Wieso machen wir eigentlich keine Pause? Weil ich euch nicht mag. Hey, ich krieg mich nicht mehr. Ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß echt nicht, was los ist, Leute. Ich bin am Ende. Finito. Ich bin am Ende, Leute. Ich kann echt nicht mehr. Das ist mir noch nie so gegangen in der Aufnahme, dass ich psychisch und geistig am Ende war. Leute, Was habe ich gemacht? Ich bin heute um. Wann bin ich aufgestanden? Nein, war da nicht. Ich bin um 7:30 aufgestanden. Nein, nicht ganz. Um 8. Um 8 bin ich aufgestanden. Um 8 bin ich aufgestanden. Dann habe ich mich fertig gemacht. Nichts gegessen, angezogen. Bin zum Arzt gefahren, um einen Überweisungsschein für meine Mutter zu holen. Und der Arzt ist bei uns weiter weg, weil wir zu einem anderen Arzt gehen, zu dem wir früher gegangen sind, dort wo wir noch gewohnt haben. Darum fahre ich da noch hin. Bin dann hingefahren zum Arzt. Bin vom Arzt in den Blumenladen gefahren, für Beerdigung halt, Gesteck und so weiter, so eine Schale holen. Kann sich die Bahn echt mal ein Beispiel nehmen? Ja, finde ich auch. Finde ich auch, dass die Bahn sich da ein Beispiel nehmen kann. Du kriegst Thrombose, ich krieg dir eine Thrombose. Ich bin jetzt Endhaltestelle, leck mich am Arsch. Ich mache ja gar nichts mehr. Raus. Alle raus. Aber flotti korati. Und zwar, nehmt eure Beine in die Hand, sonst prügel ich euch aus meinem Bus raus. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auslocken. Fahrgäste transportiert. 23 von 23. Hammer. Verkaufte Tickets. 2 von 2. Hammer. Ungültige Tickets. Passt. Haltestellen. Sind wir alle angefahren. Kontakt mit Zentral. Haben wir alles gehabt. Wir haben Tanken. Haben wir nicht gemusst. Tank haben wir auch nicht leer gefahren. Die gefahrenen Kilometer. Das passt. Service. Fahrplanmäßige Ankunft. 4 von 4. Fahrplanmäßige Abfahrt. 3 von 3. Das passt. Überpünktlichkeit. Plus 21, weil wir ultra pünktlich waren. Pausenqualität minus 50, das ist klar. Fehlende Fahrgäste aber nicht. WC-Freigabe, Laserlichtfreigabe, WLAN-Freigabe war alles in Ordnung. Die Fahrgastraumbeleuchtung, die habe ich zwar eingeschaltet, aber okay. Klimaanlage, die war okay. Nicht ganz bei 100%. Ansage abgespielt beim letzten nach, wo ich aus Leipzig rausgefahren bin, habe ich es vergessen. Scheiße. Verkehrsregeln, Lenkzeit eingehalten, habe ich. Betriebszeit eingehalten, die habe ich auch. Sachschäden minus 4, Passanten verletzt habe ich keine, Unfälle habe ich 3 gehabt und eine Radarkontrolle einmal. Ein Fahrverhalten auf der Straße gefahren 97%, Bremsfehlverhalten haben wir keine, Lenkfehlverhalten minus 3, Bordstand haben wir keine mitgenommen, Geschwindigkeitslimits eingehalten 96%, Sicherheitsabstand nicht eingehalten 17%, ich sag's doch, das ist so. Fortsetzen. Du bist an Level aufgestiegen, Level 3, ich habe irgendwelche Sachen bekommen. Nachtfahrt, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön, ich habe die Nachtfahrt freigeschaltet. Ich habe die Nachtfahrt freigeschaltet. Das finde ich schön. Das finde ich schön. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns bei einem anderen Video oder beim nächsten Video. Fernbus-Simulator, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Abend, guten Tag oder gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüssi, Kowski.